Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von The Evil Within. Und wir sind in der letzten Episode, wie man hier schon sehen kann, auf Rubiks kleines Schoßhündchen gestoßen, das wir jetzt leider Gottes einschläfern müssen. Frage ist halt, wie und was macht der? Er versteckt sich in einem Gebüsch. Und er kommt auf mich zugelaufen. Au, das bringt wohl mal nichts. Ihn zu blenden. Aber ein Schuss ins Auge kommt immer gut. Hopp, hopp, hopp. So, wohin jetzt, hä? Oh, fuck you. Mann, wie zur Hölle soll man dem bitte ausweichen, hä? Ja. Jetzt mal im Ernst, wie soll das vernünftig funktionieren, hä? Vielleicht mit Blitzen? Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Au. Okay, Blitze scheinen aber zumindest mal zu funktionieren. Hier nochmal einen in den Arsch. Und noch eine. Komm her, Hundchen. Okay, er versteckt sich wieder. Nö, du läufst nicht davon, mein Freund. Ja, knall mir mal mit der Sniper rein. Oh, der steht genau vor mir. Oh oh, ich glaube aber, jetzt bräuchte ich mal ein Spritzchen. Ja, da habe ich ja noch ein paar. Hey, shit. Das Vieh ist mal eindeutig viel zu schnell. So, komm raus, komm raus. Ja, Hutzi. Und die Bolzen sind mal eindeutig zu langsam. So, willst du mal... Ich glaube, ich bin nicht tot, oder? Ja, ich bin tot. Irgendwie ist das ein bisschen beschissen, dem Mistvieh auszuweichen. Ja, mit Blendbolzen geblendete Gegner. Das bringt mir bei dem nicht viel, wie ich herausgefunden habe, aber... Blitzbolzen scheinen ja mal ganz gut zu funktionieren. Ich muss das nur noch ein bisschen besser timen. Nein, 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 geh weg von mir. So, jetzt versteckt er sich wieder. Wo sind meine Blitzbolzen da? Na, komm raus. Komm. Hahaha. Einer geht noch, hä? Huh, das war knapp. Komm schon, geh wieder ins Gebüsch. Geh dein Revier markieren. So, wir warten wieder auf ihn. Und da kommt er. Und ich habe voll daneben geschossen. Fuyu. Wo ist er jetzt? Hinter mir. Ach, und der Bolzen hat jetzt nicht ausgelöst. Das ist aber jetzt mal schon ein kleiner Pischiss, kann man sagen. Hä? So, jetzt sollte das aber theoretisch funktionieren, dass er da reinläuft. Ja. Hupp, hopp, hopp, hopp. Hat ihm jetzt aber nicht gerade lange betäubt, muss ich sagen. Ich glaube, die Lampe kann ich ausmachen. Die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, geh weg von mir. Und ich mache schon wieder mal die Lampe an. Okay, er geht wieder ins Gebüsch. Dann zücke ich mal meine Bolzen. Komm raus. Und ich... Mann, ey. Das Mistvieh auch treffen. Ist mal wieder eine ganz eigene Wissenschaft, hä? Oh, ho, 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 ho. Danke. Ach. Komm her, komm her, komm hierher. Komm, 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 komm. Lauf auf mich zu. Wo bist du, hä? Wieso zur Hölle löst mein Bolzen nicht aus? Komm, dann stecke ich ihn wieder ein. Bitte sehr. Dann versuchen wir den ganzen Spaß halt nochmal.
Es geht doch. Oh toll, ich muss nachladen. Au. Das war jetzt gerade ein... Alter, hey. Das Viech ja mal einfach nur total für Arsch. Wenn es in dem Spiel zumindest mal irgendwie eine Ausweichrolle oder irgend sowas geben würde, dann ginge das ja mal um einiges besser. Und da kam der schon wieder angelaufen. Jetzt auch Schuflit auf die Distanz bringt es auch nicht, hä? Ohohoho. Wo ist er denn jetzt? Irgendwo hinter diesen Büschen hier. Wo er sicherlich gleich rausgesprungen kommt. Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Wenn du mal sterben würdest, wäre ich dir echt zu Dank verbunden, Junge. Gott, hey, das ist ja total ab. Der Kampf ist scheiße. Meine Güte, ey. Mit Kältebolzen kann man mehrere Gegner auf einmal erstarren lassen. Halt die Fresse. Ja, greif mich gleich mal wieder an. Hast ja schon recht. So, na komm. So, jetzt versuchen wir das hier gleich mal auf die bisschen andere Art und Weise. Oh. So, das hat es mal ordentlich reingezwiebelt, hä? So, da kommst du noch einen Schuss in den Arsch. Husch, papapalapap. Hm. Wo ist er denn jetzt? Ich glaube, irgendwo da drin, oder? Oder ist er nach rechts? Nein, da ist er! Du bist einfach nur ein kleines, nerviges Mistvieh, weißt du das? Ja, lad nach, schnell. Komm. So, dann sind jetzt mal... Man kann dem Mistvieh aber auch einfach nicht ausweichen. Was haben wir hier eigentlich? Einen Blitzbolzen. Naja, bringt mir ein bisschen... Oh, der ist hinter mir. Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Das war jetzt ein bisschen überraschend, um ehrlich zu sein. Lad nach, schneller. Komm raus, komm raus. Nein, 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 nein. Komm schon, verkriech dich wieder im Gebüsch. Ja, komm. Jetzt komm raus. Shit, ey. Ho, wieso? Aber warum die Blitzbolzen einfach manchmal nicht auslösen wollen, das verstehe ich noch immer nicht. Komm. Ja toll, jetzt hat es ausgelöst, aber es hat nichts gebracht. Toll. Einfach nur wahnsinnig toll. Zockt er glaube ich da drin, oder? Ja, da kommt er schon angelaufen. Den kann man aber auch nicht ausweichen. Ja, ey. Das ist einfach nur Bullshit.
Ich hasse dich. Ja, dann muss ich jetzt ja wohl den Schaden einfach mal einstecken, hä? Ist er down? Ich glaube, der ist down. Gott sei Dank, ey. Joseph. Was ist? Ich habe meine Brille fallen lassen. Fuck. Joseph, willst du mich verarschen jetzt gerade oder was? Oh. Jetzt muss ich da unbedingt wieder rein. Ja, heilen wir uns vorher mal. Und dann gucken wir noch mal schnell, ob ich mir hier noch... Ja, ich kann mir sowieso nichts bauen. Ist ja alles wunderbar. Tja, muss ich wohl rein, hä? Ich werde es aber versuchen, so wenig wie möglich gegen das Vieh zu kämpfen. Ich lauf einfach nur schnell rein, hol mir die Brille und bin wieder weg. So, hier. Joseph trägt diese Brille, seit Sebastian ihn kennt. Ist ja wunderbar zu wissen. Ach ja, lenke ihn ein bisschen ab. Ist gut, dann kann ich mir hier noch ein bisschen die Munition holen. Toll, da ist nichts drin. Ja, ich verpiss mich. Toll, der steht genau vor der Tür. Was natürlich auch ein bisschen ungünstig ist. Der geht aber auch nicht weg irgendwie. Jetzt hau ich ab. Mach's gut. Geh durch. So, hier, Joseph, bitte. Entschuldigung. Es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Ist schon gut. Lass uns Kidman suchen. So, jetzt könnte ich natürlich... Nein, lässt mich das Spiel nicht mehr. Ich dachte, ich gehe zurück und mache das Vieh noch platt, aber nee. Da spare ich mir lieber die Munition. Wobei, wenn ich das machen würde, dann würde ich davon wahrscheinlich ein bisschen Schleim bekommen. Aber naja. So, hier ist nachgeladen, da ist nachgeladen, da ist nachgeladen. Sieht ja eigentlich mal alles ganz in Ordnung aus. Scheiße, Joseph, so ein Aufwand für eine Brille. Ja, echt mal, Joseph. Kannst du dir nicht einfach so, wie es immer so die älteren Damen haben, so eine Kette um die Brille geben, dass du sie nicht mehr verlierst? Dann haben wir das Problem nicht mehr. So, ist ja noch irgendwo was zufällig? Tatsache. So, na dann mal rein in, ja, sieht aus wie eine Kirche. Oh, da ist schon wieder dieses Symbol. Und Kapitel 6 überlebt. Auch schön. Dann speichern wir natürlich gleich mal ab. Und dann kann es auch schon weitergehen. So, und was geht hier jetzt ab in dieser beschaulichen Kirche? Wir gucken uns jedenfalls mal um. Zurzeit sieht es ja noch ziemlich ruhig aus. Hier sehe ich aber mal nichts. Wo geht Joseph hin? Lassen wir ihn einfach mal machen. Oh, Streichhölzer. Nice. Das kam aus der Nähe. Das sind wieder Kidman und Leslie, die ich da höre. Du musst bei mir bleiben, das geht nicht anders. Die sind wohl anscheinend da unten. Und Kartenfragment Nummer 13.
Jetzt gucken wir mal noch schnell, was auf dieser Seite eventuell noch ist. Gar nichts. Yippie! Okay, Joseph macht sich derweil gemütlich. Hey, Joseph, geht's dir gut? So, kann ich hier irgendwie nach unten? Nein. Hm, da hinten ist auch nichts. Schätz mal, das wird nicht funktionieren, hä? Nee. Oh, schade. Muss ich mit Joseph? Ja, ich muss mit Joseph quatschen. Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Das könnte... Okay, Kapitel 7, der Wächter. Und da hat uns Rubik einfach mal wieder dazwischen gefunkt, der Sack. Und wie es aussieht, sind wir jetzt wieder alleine unterwegs. Ja, ist das irgendwas? Nö. Sah nur irgendwie so aus. So, jetzt gleich mal, ich mach mal Licht an. Hier ist es doch ein bisschen dunkel. Und Gegner höre ich zumindest zur Zeit noch keine. Kriegen. Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Das war doch wieder Leslie, oder? Ein paar Teile. Na toll, zwei. Damit fange ich auch nicht viel an. Da gibt's nix. Tote Hose. Da liegt was, aber da komme ich so nicht ran. Wieder eine Niete. Ah, okay, da gehen Treppen hoch. Aber da hinten ging es auch noch weiter. Da sehe ich schon ein bisschen Schleim auf dem Tisch. Und da ist eine Bombe. Ich glaube aber, die Bombe hebe ich mir zumindest jetzt noch auf, bevor ich versuche, die zu entschärfen. Oh, da liegt ja einer. Hallo. Habe ich gerade was gehört? Machen wir die Lampe mal wieder aus.
So, jetzt schnappe ich mir hier noch schnell die Munition. Toll, mit der bin ich voll. Naja, ich will mich nicht beschweren, aber ein bisschen mehr wäre schon nicht schlecht. Und ja, da höre ich jemanden. Ich hoffe nur, der hört mich nicht. Oh, was ist denn das für ein Typ? Moment mal, den haben wir doch schon mal gesehen, oder? Auf so einem Dingsbums-Dings-Plakat, Vermissten-Plakat. Da haben wir den doch schon mal gesehen, das war der Priester. So, wer grunzt hier? Ich glaube, der steht hier um die Ecke. Da. Und wie ich am Schatten hier sehe, steht da in der Tür noch einer. Wie mache ich denn das am besten? Ich kann mich an den da hinten schlecht reinschleichen, dann sieht mich der da. Frage ist halt, wie steht der? Steht der mit dem Rücken zu mir oder nicht? Der will auch nicht so wirklich hier nach hinten kommen, hä? Jetzt dreht er sich wieder um. Ja, jetzt hat er mich bemerkt. Okay. Dann bin ich mal weg. Oh, da kommt schon. Uiuiuiui. Bitte mal schnell auf die Pistole gewechselt. Kommt näher, kommt näher. Noch ein bisschen. So, da war ja aber auch noch... Oh, nicht so schnell, mein Freundchen. Der lebt noch. Motherfucker. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, das würde mal reichen. Wenn ich den zwei Schüsse in den Kopf ballere. Ach, kommt schon. Der dritte lebt auch noch. Ja, wieso ging der Schuss jetzt daneben? Und der auch? Alter. Oh! Eigentlich wollte ich dir gerade einen mitgeben. Mann, ey, ich treffe aber auch heute gar nichts. Echt, echt. Ihr müsst euch immer in den beschissensten Momenten bewegen, hä? So, hat der irgendwer noch irgendwas gedroppt? Wie sieht's mit Dickerchen aus? Wo ist ein Dickerchen? Wo habe ich ein Dickerchen abgeknallt? Ja, einer war da. Hat er auch nichts gedroppt? Ey, Bullshit. So, aber gut, bevor wir uns jetzt hier weiter umsehen, sage ich, ist diese Episode wieder zu Ende und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, auf Wiedersehen und man sieht sich.